Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Feed the Beast Together. Heute wieder mal zusammen mit dem Daylight LP und mit dem Mastercrack 347. Hallihallo. So, ich bin dann heute bereit für einen Quarry, da ich jetzt kurz was getestet habe, während du ein bisschen AFK warst. Ich weiß jetzt, wie ich mein Problem mit dem Sortieren lösen kann, was eigentlich kein Problem ist, weil es innerhalb von 5 Sekunden gelöst werden kann. Okay. Ich brauche eine ein Precision. Meine Nase klingt gerade scheiße, weil ich gerade ein bisschen erkältet bin. Import Bus, dafür brauche ich natürlich erstmal ein paar Kabel. Dann brauche ich das hier. So ein Basic Export. Export meine ich, Export, nicht Import. So, Export Bus. Und dann brauche ich noch so ein Teil mit so einem Teil. Mit so einem Basic Processor. Zum Glück habe ich davon mehrere gemacht. Lord, jetzt Was war das für ein scheiß Geräusch? Skelett gerade, nein. Okay. Irgendwie ist das Skelett gerade ein bisschen geflogen. Okay. Ups, ich hab keine Ahnung wie, Pipes aber gemacht. Es ist irgendwie geflogen. So, klick, klack. Passt wieder. Dann, ich brauche Export-Bus hier. Ich finde super, dass du mich gefragt hast, was ich heute vorhabe. Aber was hast du denn vor? Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde mir mein Wasserkraftwerk, werde ich ja auch noch umbauen. Und ich glaube, dafür werde ich mir jetzt schon mal einen Raum herstellen. Alter, ohne Scheiß. Iron? Iron, wie viel habe ich Iron denn? Iron, habe ich noch einen Barren. Geil. Ich gehe mal kurz die 21 Barren von Eisen damals schmelzen. Denn ich werde mir das so machen, dass ich dann eben halt noch mehr Energie zwar und das, also dass ich auch Energie nachts herstellen kann, also im ganzen Tag produzieren. Warte mal, du willst dein Wasserkraftwerk ausbauen? Hä? Dein Wasserkraftwerk wolltest du ausbauen, oder? Nee, ich will es nicht ausbauen, ich will es umbauen. Ach so, hier zurückholen. Ja, ich werde es mir jetzt in mein neues Haus so gesehen. Ja, ja. Aber pass auf. Also pass auf, du solltest dann mit der Wrench die Dinger abbauen, nicht mit der Spitzhacke. Okay, und wieso? Oder hast du sie schon mal mit der Spitzhacke abgebaut, ohne dass das passiert ist? Die habe ich schon mal abgebaut mit der Spitzhacke. Okay. Ich wäre da halt ein bisschen vorsichtig, weil könnte sein, dass du, wenn du sie mit der Spitzhacke abbaust, dass sie dann kaputt gehen. Okay. Aber als allererstes bräuchte ich mal Licht hier unten und ich weiß nicht, ob ich ein paar Fackeln dabei habe. Ja, ich habe Fackeln dabei, Yippie. Da haben wir 4, hier haben wir auch nochmal 4. Ja. Ich muss gerade auf ein bisschen Eisen warten, weil jetzt brauche ich gerade welches. Und dadurch gerade ein paar eisenbaren Dinger da, diese Weichen, diese Zäune da einschmelzen. Okay. Wenn du willst, ich weiß gerade nicht genau, wie viel ich habe, aber ich habe gerade gesehen, dass ich 50 Eisen bei mir habe. 50 Eisenbarren, 75 Eisenbarren. Auf die werde ich zurückgreifen müssen. Also, nicht jetzt, sofort. Bescheid. Ja, werde ich jetzt dann in dieser Folge noch zurückgreifen müssen, weil, wie gesagt, ich werde einen Quarry bauen. Und ich habe so ziemlich alles jetzt. So ziemlich alles. Okay. Weil, also im Basic Quarry 1 war schon ganz basicer, brauche ich nur diese 3 Torches, also diese komischen Weg-Torches, von denen ich glaube ich ein paar habe rumliegen. Einen Quarry an sich selbst, dafür brauche ich noch ein bisschen Eisen. Das Sortiersystem habe ich und ansonsten brauche ich halt noch eine Ender Chest, die kriege ich nur hin. Und noch Energie. Und für Energie habe ich meine Dings, Redstone Energy Cell. Und die hat ja brutalst viel Energie drinnen. Ja. Es sollte für einen Quarry-Lauf halt reichen. Aber den werde ich dann halt ein Dings laufen lassen in diesen komischen, weißt du schon, Terra. Warte mal, ich habe jetzt gerade nicht geschaut, wie viel Eisen das waren. Scheiße! Nein! Ach, fuck. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Nein. Wieso? Ich habe gerade 6 Eisen und noch irgendetwas in eine Form für 9 Eisen reinfließen lassen. Das heißt, ich bekomme das Eisen dann nicht raus, bis ich mehr Eisen schmelze.
Wobei ich sogar eine Idee habe, der Dingens hatte Nuggets, Eisen-Nuggets. Mal sehen. Das war Eisen, ja. Man fragt sich halt, wie viel Ja, Eisen-Nuggets er hat. und ich baue, wie gesagt, mich gerade hier so bisschen weiter runter, denn muss ja ein bisschen tiefer werden hier, damit das auch hier reinpasst, fast dann alles. Aber ich sehe gerade, meine Schaufel ist kaputt gegangen und ich habe hier sehr viel Erde und Kies, was ich wegräumen müsste eigentlich. Ja. Und deswegen gehe ich jetzt einfach einmal schnell zurück. Warte, ich schmelze gerade alles ein, was Eisen ist. Alles. Hol mir eine Schaufel. Gut, dass ich mein Lager schon so gut wie umgepackt habe. Also gut, dass ich meine ganzen Kisten schon hier drüben habe. Musst du jetzt nicht mehr andauernd für die Ressourcen rüberlaufen. Ja. Mal schauen, ob es bei mir immer noch leckt, wenn ich zu dir rübergehe. Nein, kein bisschen, zum Glück. Ah, Ich jetzt nicht. bleib trotzdem bei ungefähr 30 FPS. Und bei dir steht ein Ender Creeper. Wo? Im Haus, in deinem Haus. In welchem Haus? In deinem großen Haus. Ja, ich habe ihn gekillt mit einem Schlag. Bam. Und zwei Oh Enderperlen. Mann. Na, sogar vier Enderperlen eingesagt. Ich wollte jetzt eigentlich gerade kommen und den töten. Ja. Wie Extractor. unfair. Na nee, egal, also ich habe dir ein paar Sachen in den Extractor reingelegt. Okay. So ein paar Teile, wie heißen die denn? Resin, genau. Resin. Hier unten baust du ein Dings hin, oder? Hier kommt dann eben halt das Wasser. Ja, wieso benutzt du Weißt nicht deinen Hammer? Dein Hammer. hm? Weil ich Kies mit meinem Hammer nicht abbauen kann. Ja, ich meine aber Stein. Ja, für das bisschen Stein lasse ich das mal. Und hier ist eine neue Erfindung. Was ist das? Einen Excavator. Kannst du mal Skat haben? Ich leih mir da ein bisschen Eisen, okay? Ja. Das Ding funktioniert wie ein Hammer. Ist halt bloß ein Excavator. Okay. So heißt das zumindest. Alter, die ganzen EP-Kristalle hier. Ja, immer doch. Hast also jetzt nur noch Goldkisten? Ich hatte die ganze Zeit nur noch Goldkisten. Okay. Ein Darkwood Bow. Hellfire Scepter Spezi. Ja. Eisen, Eisen, Eisen. Wo ist Eisen, 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 In Eisen? der Lol, du hast noch Iron Gravel Ore. Nimm ich mal mit und tust ein Ding rein in den Schmelzofen. Also kann dann zumindest schon mal zu Eisen werden. In meiner Ender-Chest ist die drinne. Das Eisen. Ja. Und noch bei mir was im gelben Rucksack. Da sind 25 Dinger drin. Aber das kann ich dazu packen. Ja, 25 sollten, ja, werden glaube ich nicht reichen. Pack einfach mal rein. Genau. Ja, sind dran. So, gut, danke. Ich tue es dann einfach dir den Rest zurückgeben, sobald ich fertig bin. Ja. Sollte aber eh nicht viel sein, das ich verbrauchen werde. Glaube ich aber auch, soweit wie ich weiß, mein letztes Eisen, was ich habe. Ja, wie gesagt, ich werde nicht, glaube ich, nicht so viel verbrauchen. Außer für jetzt in der Zwischenzeit die 10 Eisen da reinlegen, die du mir gegeben hast. So, ey, meine CPU wird stark beansprucht. So, ich mal Bekomme ich zurück. gerade die Meldung? Wie geil. Geil. So, jetzt habe ich einen ganzen Eisenblock sogar dabei. Genau. Ich habe sogar einen ganzen Eisenblock noch dazu bekommen. Von dem Eisen, das ich eingeschmolzen habe So, davor. jetzt muss ich mal kurz gucken, wie war das? Wie habe ich das nochmal gemacht? Ich glaube, so war, habe ich das nochmal gemacht. Ei. Perfekt, und hier ist eine goldene Mitte. Oh Gott, den Raum muss ich ja noch größer machen. Ach du Kacke. So, währenddessen kann ich jetzt mein Dings machen. Ein Piston, den ich Ich brauche. habe eine Nachricht bekommen gerade. Reicht. Ja.
Da werde ich mal ganz kurz drauf gucken, weil ich kann mir gut vorstellen. Nee, ist Dass nur WhatsApp. die ein bisschen wichtig sein könnte. Ist nur WhatsApp. Geht kein Schwein. Auch wenn es meine Frau war. Oder Ton, 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 Freundin. ton. Was war ich brauche? Um mir Bescheid zu sagen, dass sie bald Feierabend hat. Oh Gott, ist ja schon gut. Ich hab's verstanden, Hat dass sie jemand von bald uns eigentlich Feierabend hat. geschaut auf die Uhr? Nee. Ja, ich hab's gemacht. Ach, du hast es gemacht? Hab's gemacht. Oh, Ich der hat was gemacht. heiße nicht Master Greg. Ja, sorry. Noch so So. lange für den Abwasch. Aha, okay. Hierfür werde ich jetzt noch drei weitere Pipes brauchen. Dann brauche ich noch ein paar Pipes hier drüben. So, ich könnte natürlich aber, weil ich die Kiste nicht mehr brauchen würde, einfach hier. Ich muss ja sagen, dieser Spaten, den du hast, das ist richtig geil. Dieser Spaten, ich lieb den. Ja, ich weiß, ich auch. Der baut auch 3x3 ab, ne? Ja. Was könnte ich da zerschnetzeln? Ach, lass mal die Kiste einfach hier. Eine Kiste für mich und eine Kiste für hinten. Da liegt noch ein EP-Punkt. So, also draußen können wir die erstmal hier so deaktivieren. Und das wird dann halt die Kiste vom Sommel sein. Mal gucken, ob das jetzt endlich reichen tut. Nee, ich glaube, ich lasse dann die Kiste hier so, wie ich sie auch geplant habe. Hier kommt das ein beschissen normaler Basic Input Box rein, weil der hat nicht so viel Sachen zu tun, also nicht so viel Arbeit. So, jetzt brauche ich aber noch mehr, ein paar Pipes mehr, ein paar Cables. Dafür fehlen mir erstmal Staub. Würde ich Haben wir jetzt 1, Platz 2, 3. lassen. So, passt. Ein bisschen mehr Staub. Ein Kabel. 1, 2, 3. Machen wir erstmal damit was. Und zwar, komm hier hoch. So, 1, 2, 3 verbunden mit dem System. Move stacks at a time. Mal schauen, haben wir irgendwie eine Erze. Ore. Cadmium, Jellarite, Indium, Uranium, also nichts von dem Wichtigen. Das können wir also jetzt noch nicht einstellen. Nehmen wir uns nochmal drei Kabel, dann sollte es auch reichen. Jetzt bin Hier ich rüber gerade am und Überlegen, darüber. Passt. Mit dem System verbunden. wenn ich die jetzt rüberbaue, ob ich die gleich nochmal mit schon ans Stromnetzwerk mit anschließen soll oder ob ich, wie heißt, eine Bedbox dafür nehme. Was anschließen? Was Badbox? Wenn ich Ach jetzt so, die ja, für die Dinger. Waterbuilds. Ob ich die gleich mit Copperkabeln an die Maschinen oder ob ich sie lieber. Lieber zuerst durch Badbox, weil die Maschinen, die benutzen das, aber sie verbrauchen es, und wenn sie es nicht, also wenn sie es nicht verbrauchen, dann wird der Strom einfach nur verschwinden. Also da wird nicht gespart. Okay, ja. Nun, dann müssen wir uns erstmal kurz einen Gang nach oben machen. So, wie viele Minuten haben wir denn noch? Wir haben noch circa 7 Minuten Zeit. Dann kann ich noch schnell einen Quarry bauen, den aufbauen und gleich den kurz zeigen, wie er anspringt. Das sollte ich schon schaffen können. Ich nehme aber noch einen normalen Quarry, nicht so einen komischen Quarry plus extra So. 300 oder so, wie der heißt. Okay, dafür brauchen wir erstmal eine Diamond-Spitzhacke. Stick. So, ich brauche jetzt was zu futtern und dann muss ich mal gucken nach meiner. Ist das behutsam? Nein. Dann brauche ich meine Behutsamkeitsspitzhacke. Gut. Nein. Hier ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Nein. Wegen. Nur eine davon, Nein. bitte. Danke. Nein. 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 Dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nein. 7 Eisenzahnräder. Das heißt, ich brauche erstmal so viele Zahnräder. Erstmal Wood wieder. Und zwar, okay, da können wir jetzt dann gleich das Holz benutzen. Ups. Da. Auch gut. Ein kleiner Trick. Diese Sommel ist ja auch ganz nützlich. Wert. Packen wir sie mal da rein. Und machen noch ein bisschen mehr. Ist So. meine Axt. Brauche ich auch nicht. Und
Jetzt kann ich euch gleich zeigen, hier kommt jetzt ein Holz rein. Passt. Und auch noch Sawdust. Oh, dann muss ich jetzt trotzdem. Ich brauche gleich aber bloß 14 Holz. Wood. So, 14. Brauche ich bloß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sollte reichen. Mehr brauche ich dann glaube ich noch gar nicht. So, erstmal 7 solcher Zahnräder. Holz in der Zahnräder. Passt, Hammer. Dann brauche ich steinerne Zahnräder. So, den hier brauche ich. Ups, nenne ich das hier. Das. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Ja, jetzt brauchen wir natürlich 7 eiserne eiserne Zahnräder. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Okay, dann. Jetzt brauchen wir aber nur noch 1, 2, 3, 4 goldene Zahnräder. Nur noch 4. So, ich will mal hoffen, 1, dass ich Behutsamkeit 2, 3, auf die... 4. Ach, da ist ja meine Sägetouch, die habe ich gerade gesucht. Okay. Aber ich habe mir gerade eine neue hergestellt. Und nur 2 Diamanten, ne, Zahnräder. Passt. Und jetzt können wir ein Quarry basteln. Ach ja. So. Ich habe eine Quarry. Yay. Herzlichen Glückwunsch. So, was ich noch kurz schauen will. Ender. Ich habe keine Ender-Chest frei, also muss ich mir eine machen. Ich laufe gerade irgendwie zurück, obwohl ich mein Dings abbauen wollte. Was wolltest du abbauen? Achso, dein mein Dings, Glas, ja. Und so alles, und ich laufe gerade eigentlich wieder zurück. Okay. So, in der Chest wollte ich mal schauen. Welche Farbe hat nochmal mein System für die in der Chest? Ich glaube, ja, weiß, weiß, weiß. Oder? Ja, weiß, weiß, weiß. Gut, passt, da brauche ich nichts ändern. Wollte halt schauen, ob ich die Farbe gleich ändern sollte, damit es dann nicht in den Raum spackt. Brauche ich aber nicht, weil die Farbe bleibt gleich. So, gut. Jetzt habe ich alles. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist Energy. Brauche ich... Ja, eine Pipe werde ich gleich brauchen, aber... Das Energy kann damit... Genau, passt. Dann meine Energy Cell ist bei dir, nicht wahr? Eigentlich, dass ich wüsste. Diese Resonant Energy Cell. Nee. Wird wohl aber bei dir sein müssen. Wenn du sie nicht selber rübergebaut hast, dann nicht. Ja, ich glaube schon noch, dass sie da drüben liegt bei dir. Die habe ich dir ja mal gegeben gehabt. So, ich schau mal, ob sie noch bei deinem alten Platz ist. Hoffe ich doch mal. Muss mich nicht weit rumnerven damit. Nein, die liegt nicht hier. Vielleicht hast du sie schon mal früher abgebaut. Nee, ich habe da nichts abgebaut. Eigentlich, soweit wie ich weiß, hast du dir die schon einmal wieder abgebaut. Müsste aber dann sonst ja im System sein. Warte mal. Irgendwo hingebaut. Nein, hier drin ist sie nicht. Na, hingebaut habe ich sie, glaube ich, nicht mehr. Obwohl, warte. Ja, ich weiß schon, wo die ist. Ich habe von vorne bloß eine Energy Cell gesehen, aber die andere ist dahinter versteckt. In der Wand. So war das, genau. So war das. Was kann man... Da schmeißen wir mal weg. So. Wow, die verliert aber echt an Power. Ja. Meine Cell, die bekommt nicht genug Power. Also ich verbrauche schon mehr Power als ich... Ja. Ich verbrauche mehr Power als ich herstelle. Ich werde mir noch den nächsten Dynamo machen müssen. Okay. So, wie machen wir das jetzt? So. Raus da. Jetzt kann ich mal die Pipe drin machen. So, passt. Okay, jetzt brauche ich noch schnell den nächsten Dynamo. Warte mal. Ist die leer? Ja, scheiße, die ist leer. Ich habe keine Power mehr, also bald keine Power mehr in meinem System. Musst du aufladen. Muss ich. Und... Warte mal. Ach, scheiße. Oder? Nein. Der arbeitet, oder?
Output, ja, der arbeitet. Gut, dann muss ich den nächsten Dynamo bauen. Dann wird das gleich diese Folge nichts mehr mit Quarry. Wird's die nächste? Ja. Magnetic Dynamo. First Dynamo Reactant. Reactant. Okay, so Mensch. Rotation Dynamo, what the fuck? Dynamometer. Das erste Ding ist bei mir so gut wie oder Inver ist 1. abgebaut. Ja. Also ich brauche Silber. Mal schauen, was haben wir denn da als Verfügung? Und jetzt kommt direkt das zweite Hier hinterher. war okay. Aber ich glaube, ich mache das Glas. 2, passt. Passiert eigentlich, wenn ich das Glas mitnehme? Nur das habe ich, okay. Kaputt. Okay. Uns fehlen 3 Invar. Lol. Was für ein Cheater, den nennen wir's. Ferrous haben wir. Auch noch Eisen. Also ich brauche Ferrous und Eisen. Iron. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was. Von dir. Und natürlich Ferrous. Mal schauen, ob das mit beiden geht. Pulverize and Action Smelter. Ein Ferrous und 2 Eisen. Müssen doch entweder bei der Dings sein, also bei der Dingen sonst, wie heißt das hier? Baren oder beide Staub? Ja, entweder Staub oder Baren. So, jetzt können wir bei Magnetic Engine machen. Haben wir einen mehr. Da ist das zweite Ding auch abgebaut. Jetzt heißt es wieder komplett aufbauen. Okay. Oh, wie ich mich freue, aber das Aufbauen, das sehen wir, seht ihr dann in der nächsten Folge bei Let's Play Feed the Beast Together mit dem Master Quick. Und ja, haut's raus. Nein, es sind bei mir immer noch die Energie. Also bei mir ist die Aufnahme jetzt beendet. Ja, genau, ja. Bei mir nicht. Okay, Ja. Leute, also bis zum nächsten Mal und viel Spaß aufs Warten und so. Ja, genau. Also, ciao.